Carlo Ancelotti gibt der brasilianischen Nationalmannschaft eine Absage. Was ist denn da passiert? Schauen wir uns das an. Ancelotti ist aktuell Trainer von Real Madrid. Und es gab vor kurzem die Gerüchte, die auch sehr wahrscheinlich wahr waren, dass Ancelotti überlegt, der brasilianischen Nationalmannschaft beizutreten als Trainer und bei Real Madrid aufzuhören. Nicht in der schlechten Art sich zu trennen, sondern einfach, weil er sich dachte, dass er auf was Neues Lust hat, wie Brasilien. Doch das soll jetzt nun vom Tisch sein, denn Ancelotti soll der brasilianischen Nationalmannschaft eine Absage erteilt haben, weil er bei Real Madrid bleiben will. Es ist kein Geheimnis, dass Ancelotti Real Madrid liebt und es auch liebt, bei diesem Verein Trainer zu sein. Das erfüllt ihn. Er hat die Möglichkeit, sehr wahrscheinlich auch zu bleiben. Er hat Folgendes in einer Pressekonferenz gesagt: Ich bin sicher, dass ich nächste Season hier bei Real Madrid Trainer sein werde. Wir respektieren unseren Vertrag. Zusätzlich sprach er noch über sein Verhältnis mit Perez, dem Präsidenten von Real Madrid. Der Präsident war immer sehr liebevoll mir gegenüber und ist das nach wie vor. Wir müssen nach vorne schauen. Das sind klare Worte von Ancelotti. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass Ancelotti und Perez sich sehr gut verstehen, dass da nicht nur Respekt ist, sondern auch eine Freundschaft, und das erkennt man auch. Jedes Mal, wenn Perez sich zu Ancelotti geäußert hat, war es im Positiven und genauso umgekehrt. Die beiden sind alt und kennen das Geschäft gut und wissen einfach, wie sie miteinander umgehen müssen. Das ist einfach eine respektvolle, entspannte Freundschaft. Bei Real gibt es immer eine Regel. Solange du einen Titel holst in der Season, darfst du bleiben. Wenn du keine holst, ist es egal, wer du bist. Du könntest der beste Freund von allen Spielern sein und alle sagen, du bist die Lösung, und trotzdem wirst du gefeuert. Aus dem simplen Grund, ohne Titel darfst du bei Madrid nicht bleiben. Mit einem Titel darfst du bleiben und mit mehreren bist du ein König. So funktioniert Real Madrid, und Ancelotti hat aktuell zwar noch keinen Titel gewonnen, aber bei der Copa del Rey sieht es sehr, sehr gut aus. Man ist im Finale, man hat Barcelona geschlagen und in der Champions League führt man jetzt gerade 2-0 gegen den FC Chelsea. Das bedeutet, Halbfinale ist auch schon möglich, also es ist alles noch offen aus Madrider Sicht. Und übrigens, Ancelotti hat noch bezüglich seines Sohnes Davide geredet, denn er wurde in Verbindung gebracht mit dem FC Basel und da hat es abgeredet, dass das wahrscheinlich eher nicht passieren wird. Das heißt, alles spricht dafür, solange Ancelotti seinen Titel holt, dass er bei Real Madrid bleibt. Er will es auch, er feiert Madrid. Brasilien ist halt jetzt eher unwahrscheinlich. Meine Frage hier an der Stelle: Seid ihr Real Madrid-Fan, ja oder nein? Falls ja, feiert ihr, dass Ancelotti weiterhin Trainer bleiben soll oder nicht? Schreibt das gerne in die Kommentare. Falls euch das Video auch nur zu einem einzigen Prozent gefallen hat, abonniert doch den Kanal, das würde mich sehr unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen in einem neuen Video wieder. Bis dahin, bleibt stabil.